Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf unserem Trainingsgelände. Wir müssen gerade mal uns so ein bisschen umgucken, was wir seit der letzten Folge gemacht haben, der Harle und ich. Hallo Harle. Hi, mir fällt aber gerade was auf. Was denn? Slice and Spice, den haben wir doch schon lange gebaut. Die droppen irgendwie so so Einsen droppen aus dir heraus. Hä? Ja. Kann ich das auch sehen? Drück mal auf F5, dann müsstest du es sehen können. Nein, ich sehe hier nichts. Warte. Hier tropft nichts. Jetzt hat's aufgehört. Ich hatte was gegessen gerade. Tinkersofen müssen wir bauen. Tinkersofen müssen wir bauen, genau. So, den Tinkersofen. Magic Seeds, die hast du doch auch schon gemacht. Die Magic Seeds, ich habe gerade eben noch mal welche gecraftet, weil wir hatten alle Festplatten voll. Ich musste gerade noch ein paar Festplatten bauen. Essenzenpacker, davon hatten wir es eben auch noch gehabt. Essenzenpacker, genau. Willst du Essenzenpacker machen? Oder? Nee, ich baue jetzt was anderes. Was baust du denn? Ich baue den Scriber um. So, hier hinten auf dem Feld ist noch... Und wir haben viel zu wenig. Wir haben viel zu wenig was? Inscriber. Ein Scriber, ja, das stimmt. Da müssen ungefähr 9 Stück hin, so habe ich mir überlegt. So, ich habe hier mal neue Seeds gebaut, nämlich Diamant und Platinum. Die sollen hier mal auf diesen Feldern wachsen, weil die brauchen wir nämlich, um Master Infusion Stones zu bauen. Und die fehlen uns halt noch. Außerdem möchte ich jetzt Tinkers Construct einen Ofen bauen, damit wir auch Manonylorum bekommen und so. Mhm. Ja, Harle, ich habe angefangen hier 2 Häuser zu bauen. Und ich wollte mal ein bisschen was anderes bauen. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es mir gefällt. Ja, probier mal. Ich werde das dann schon beurteilen, wenn das soweit ist. Du kennst mich doch. Erst bauen lassen und später meckern. So, das müssen wir bauen und dann weiß ich gar nicht, wie es hier energietechnisch auch bei uns in der Zwischenzeit aussieht. Haben wir denn hier genug Energie? Ja, weil wir ja schöne Kraftwerke haben. Ja, mit dem Cobblestone, das muss sich ändern, das geht so nicht. Ja, das mit dem Cobblestone müssen wir wieder ändern, stimmt. Ich habe nämlich, damit wir Platz haben im System, habe ich hier Deep Storage Units gebaut und wir haben die das erste Mal gebaut, wir haben noch keine Erfahrung damit und irgendwie ist das hier noch kacke. Also es läuft nämlich alles in diese Dinger rein, was eigentlich ja schon das ist, was wir wollten, aber wir können halt jetzt vom System aus nicht mehr darauf zugreifen. Ich werfe mal wieder ein paar zurück. Ha, ich hätte da vielleicht eine Idee. Lass mich mal kurz überlegen. Ah, ja, da gibt's was. Wir können was. Leider auch da beim, gibt's was. Beim Pio kann man auch immer nachgucken eigentlich, aber wir sind ja jetzt nicht auf dem Pio-Server. Oder auf dem Sand-Titan-Server eher. Da gibt's was, da gibt's was. So, ich habe mal wieder von allem ein bisschen was zurückgelegt. Da müssen wir halt mal gucken, wie wir das machen. So. Applied Energistics. So, Applied Energistics. Das sind aber immer noch 4 Seiten. Warum? So, jetzt nicht mehr, doch. Ach, wegen den blöden Kabelfassaden. Ja. So, dann blättern wir die mal weiter und dann haben wir hoffentlich, da könnte was dabei sein, und zwar der ME Storage Bus. Vielleicht ist der kompatibel mit und so, ne? Das könnte sein. Sag mal, hier diese Konsolen. Wie konnte man die nochmal abnehmen? Da muss man einen Schraubenzieher für in die Hand nehmen, gell? Interface. Schraub. Ja, das ist so ein, das nennt sich, das ist so eine Netzwerksonde. Das ist eine Netzwerksonde. Die haben wir auch noch gar nicht gespeichert. So. Ja, weil die eine Konsole ist nämlich falsch gesetzt. Die müsste auf die andere Seite. Und dann bauen wir doch einfach gerade mal so eine Netzwerksonde. Netzwerksonde. So, dafür brauchen so, wir... So, ich habe jetzt mal hier so einen Storage-Bus gerade gebaut. Nether-Kristalle. Ich krieg hier irgendwie eine Gunny. Was hast du jetzt gebaut? Eine Netzwerksonde. Storage-Bus.
ME Stolzspaß. Möglicherweise, wenn das so ist, wie ich mir denke, dann wird es dieser Stolzspaß dahin gemacht anstelle des Importbusses. Also hier ist ja überhaupt nichts gespeichert. Die sind auch keine hellen Leuchtfelder gespeichert. Wie kommt das denn hier? Leuchtfelder sind aus Quarzglas, aus Glowstone, Redstone und Eisen. Input-Output-Mode, bidirektional. Clear Config Settings. Aha. Das ist ja alles ganz interessant so, ne? Wenn ich jetzt hier das dahin mache. So, wenn ich jetzt mal den Exportbus hier deaktiviere, was ist denn jetzt zum Beispiel hier? 745594. 745594. 745594, immer noch. Report in inaccessible items. Oh, no, only extractable items will be visible. Priority. Storage. Partition Storage. Configure Partition based on currently stored items. Clear. Config Settings. Input, Output, bidirektional. Extract only, insert only. Geht das damit? Also momentan, ich weiß gerade nicht. Es verändert sich. So, was könnte ich denn mal bauen, was aus vielen Bruchsteinen besteht? Jetzt habe ich natürlich hier welche auf Lager. Ich kann es dir nicht sagen. Also wir haben jetzt Cobblestone drin, aber ich weiß es gerade nicht, ob das so funktioniert, wie ich das mir jetzt gerade gedacht habe. 745594, das ist immer noch hier in der Deep Storage Unit drin. So, aber er legt nichts weiter rein. Ich bin noch dabei, an dem Netzwerk, die Netzwerksonden zu bauen. Eine Truhe brauchen wir noch und einen Kalkulationsprozessor. So, dann machen wir das jetzt einfach mal hier rein. Eine Truhe. Die haben wir ja da. Einen Kalkulationsprozessor. Kalk. Einen Schraubenzieher und ein Leuchtfeld. So, Netzwerksonde fertig. So, aber ich wollte ja hier mal die Inscriber jetzt umbauen. So einen richtig großen Stil. Eieiei, hier fliegt ja alles in die Luft. Ich leg eine Netzwerksonde für dich in den Computer. Ich brauch die auch nochmal ganz kurz. Wie war das? Geduckt und dann draufklicken, ja? Ich glaube, da war mal was. So, und zwar möchte ich gerne die zweite Schablonenkonsole eigentlich auf der anderen Seite anbringen, damit man hier immer von zwei Seiten dran arbeiten kann. So, und dann bräuchten wir natürlich eigentlich auch noch eine Schnittstellenkonsole. Schnittstellenkonsole gibt's nicht. Aber hier ist nichts gespeichert, ehrlich. Das ist ein bisschen doof. Ja, weil es wahrscheinlich noch nie gecraftet worden ist. Doch, wir haben die ja hier schon am Computer dran. Konstruktion, eine Schnittstelle und ein Leuchtfeld. Konstruktions. Die Truhe kommt weg und wir... Ach, was ist das denn hier? Jetzt ist der Computer aus, oder was? Der resettet sich nur kurz. So, und ein Leuchtfeld.
So, eine brauche ich. Machen wir aber auch ein Rezept von. Das kommt dann hier oben rein. So, dann nehmen wir nochmal die Netzwerksonde. Und mit der Netzwerksonde hängen wir hier das Ganze nochmal um. Und zwar ist ja hier, möchte ich das hier eigentlich umhängen. Nämlich das da und das da auch. So, jetzt gucken wir mal hier, Schnittstellenkonsole. Die soll dann hier oben hängen. Dann haben wir hier Flüssigkeitsanzeige, nochmal die Konsole und diese Konsole. So, was haben wir hier? Eine Fertigungskonsole soll hier drüben hängen. Das ist die Schablonenkonsole. Die soll hier hin. Und da haben wir ein Flüssigkeitsterminal. Das kommt hier hin. So, jetzt haben wir eigentlich alles untergebracht. Gut. Das ist doch schon mal gut. So, dann können wir das wieder hier reinlegen. Ach, was wollte ich denn gerade machen eigentlich? Du wolltest die Inscriber umbauen. Und ja, ja, das ist klar, aber Importbusse wollte ich holen. Das war's. So. Und ich wollte mich um den Bau von den Tinker-Sachen kümmern. Da gibt es ganz viele Bauteile für, gell? Mhm. Pflaster, okay. Pflaster, versenkter Stein. Genau, versenkter Stein müssen wir erstmal bauen. Was? Versenkter Ziegelstein, und zwar müssen wir da Mörtel herstellen für, das wird so gecraftet. Und ich glaube, wir nehmen mal hier diese Methode, nämlich Ton. Wir nehmen Sand und wir, ach nee, das gibt gleich hier oben. Ah, wir gucken mal, was wir für einen Ton da haben. Ton. Ja, Ton ist natürlich ein blöder Suchbegriff, weil da hast du natürlich 10.000 Stück von. Gut, wir machen das mal so. Dann nehmen wir uns hier, ach, ich weiß es nicht mehr, was war es? Mörtel. So, dann haben wir hier Kies und oben kommt Sand hin. Und es geht nicht. Wieso geht das nicht? Ach, weil ich falsch geguckt habe. So, nochmal Kies. Oh, wir haben ganz wenig Kies nur noch. So, jetzt haben wir hier das Mörtel-Rezept. Da können wir schon mal... Das können wir schon mal hier reinlegen, aber jetzt muss ich mich zuerst darum kümmern, dass wir wieder Kies bekommen, weil irgendwie 30 Kies ist ein bisschen wenig. Jetzt sind im Hauptcomputer wieder 748.000 Bruchsteine. Dann, liebe Leute, muss ich nochmal gucken gehen. Das hat das nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Ich muss nochmal kurz meine Inscriber-Arbeit unterbrechen. Gucken wir uns mal den Deutsch-Bass an. Ja, aber die sind gespeichert in der Deep Storage Unit. Diese 745.000, die sind in der Deep Storage Unit gespeichert. Er zeigt sie nur an, so wie ich das jetzt richtig verstehe. So wie ich mir das gedacht habe. Dann zeig mal, wie das geht. 748k, wenn ich die jetzt anklicke, haben wir hier 745k sind in der Deep Storage Unit und der Rest ist im Computer. Ich weiß jetzt nur nicht, ob er auch tatsächlich... Ja doch, dann müssten wir, das heißt, der Exportbus, der muss bleiben. Der Exportbus muss bleiben.
Was hast du jetzt hier umgebaut? Du hast jetzt nur diese Speicherbooster. Ich habe da hinten den Bus dran gebaut, anstatt des Importbusses. Aha. So, dann machen wir das nämlich jetzt so. Klack. So, wenn ich jetzt hier den da mache, dann laufen hier wieder theoretisch... Ach, was mache ich denn hier? Ich mach da vollkommen eine Scheiße hier gerade. Das heißt, wir pumpen alles hier rein. Ja, es wächst auch. Aber die Gesamtanzahl dürfte sich im Computer nicht ändern, weil wir greifen dann nämlich mit diesem Storage Bus direkt darauf zu. Ja, dann müsste das jetzt laufen. So, hier müssen natürlich noch Erweiterungskarten rein. Erweiterungskarten. So, was habe ich denn hier? Die weiße fehlt mir. Das ist natürlich auch vollkommener Blödsinn, dann die gelbe reinzulegen. So, wie will ich denn das jetzt hier machen? Ich hatte das letzte Mal schon mal gebaut auf der anderen Welt. Und da hatte ich so ein Kanalproblem gehabt. Deswegen bin ich jetzt hier mal so ein bisschen am Fummeln. So, Bronze, Reception und Redstone. Denn wir haben ja 2 pro Inscriber. Da kommen auf die Seite 6 Stück. Das macht ja 12, damit die eben alle auch kanaltechnisch angebunden sind. Wie hatte ich denn das gemacht? Oder habe ich tatsächlich die Verbindung hier hinten gekappt? Das kann sein. Und bin dann dementsprechend hier unten mit einer Reihe Dance-Kabel. So. Und habe dann die vordere Reihe sozusagen so angekabelt. Das ist eine mögliche Theorie. Das heißt, die wird dann auch von hier angekabelt und hier hinten kommt das weg. Ne, das muss bleiben. So. Ja, so sollte das funktionieren. Dann kommen die Import-Dinger hier rauf. Machen wir schon mal ein Rezept und bauen mal welche. So. Hier kommen die Interface. So, dann kommen die Inscriber wieder dahin. Ja, das ist komischerweise, also das ist mir schon öfters mal aufgefallen. Theoretisch zieht ja das Interface, schiebt rein und zieht auch raus. Aber leider funktioniert das nicht immer so, wie das soll. Bei den Inscribern zum Beispiel nicht. Deswegen wird dann einfach hinten noch ein Importbus rangebaut. Dann zieht er das fertige Material einfach auch raus. Müssen wir ihm das jetzt eigentlich noch einprogrammieren? Ich würde mal sagen, ja. Oh, jetzt haben wir natürlich die ganzen Circuits schon weggebrannt. Na egal, machen wir später noch, wenn wir noch hinkommen. Hoho. So, dann haben wir das hier, dann kommt hier noch was hin. Wobei man könnte sogar überlegen, irgendwann noch eine Reihe dran zu bauen, so richtig pervers das Ganze zu machen. Aber mal schauen. Erstmal machen wir das Ganze so. Klack, klack. So, ich stelle gerade nochmal die Rezepte ein, die hier für die Erweiterungskarten benötigt werden. Die haben nämlich noch gefehlt. Auf dieser Welt. Und warum so viele Inscriber? Das ist einfach deswegen, wir werden ganz viele mit Gold machen. Und zwar ungefähr 5 Stück. Die 5 äußeren werden mit Gold zugepflastert. Und dann bin ich am Überlegen, ob ich sage, 3 Stück noch mit Certus und einen mit Dias oder 2-2. Aber die Erfahrung zeigt, man braucht Gold ganz viel, Diamant ganz wenig und Certus immer so, ich sag jetzt mal Medium. Also Gold braucht man teilweise wirklich in rauen Mengen. Ja, ich denke halt jetzt schon einen Schritt weiter an die großen Festplatten, die wir bald haben werden. So, wenn ihr jetzt hier beim Pulverisierer, wenn ihr die ein bisschen beschleunigen wollt, dann seht ihr ja hier, wir haben hier nur die, was ist denn das?
bewerten. Und jetzt haben wir hier alle Karten voll. Wir können aber hier durchaus diese Redstone-Schaltkreiskarten rausnehmen. Dann hätte man genug hier, um das Ganze noch zu erweitern. Also würde dann so aussehen. Wir schieben das jetzt einfach mal so ein bisschen durch die Gegend. Dann können wir hier noch eine blaue reinhauen. So. Die Redstone-Karten sparen wir uns mal. Wobei, jetzt hätte man tatsächlich auch wieder eins weiter rüber gehen können. Hier noch eine Inscriber-Reihe ran, passt dann leider so nicht mehr. Dafür ist das Gebäude 1 zu kurz. So, ist alles angekabelt. Kabel hat noch genug Kanäle frei. Das ist immer schön, da muss man immer gut drauf achten. So, jetzt brauchen wir die Pressen. In Hülle und Fülle, aber ich sehe, wir haben tonnenweise. Logic, habe ich gesagt, will ich 5 Stück haben. So, dann machen wir einfach mal 2-2 Calculation und 2 Engineering. Ja, da wollen wir 3-1 machen. 5-3-1? Ja, das klingt gut. Machen wir mal 5-3-1. So, jetzt kriegen wir hier Sand raus, aber ich wollte doch Kies haben. So. Könnte auch ein Anzeigefehler sein, dass der Kies so schnell läuft. Ja, der Kies läuft so schnell durch, dass man das einfach nicht sieht. Und ich hänge mich hier als in meinem Kabel auf. So. Logic. Jetzt werfen die Sachen Logic hier rein und machen schon mal die Bauteile für Logic. Für unseren Schmelzofen. Nee, nicht hier, sondern auf dem anderen Ding. Ich denke halt an die, habe ich gerade schon erzählt, ich weiß gar nicht, an die großen Festplatten. Und zwar, ich zeige das gerade mal hier, die das wäre Storage, normales Applied Energistic, speichert nur bis 64K, das ist ja schon ganz nett, aber wir haben hier, das ist diese Spartiel Storage Cell, die kenne ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht. Ich meine jetzt diese hier, da geht es mich weiter dann mit 256K, die basiert auf das Komponent auf den 364er und dann geht es weiter von der 256 auf die 1024K, auf die 4096K und auf die 16384K. Das ist eine Menge Holz. Richtig, richtig viel. Und ich glaube, ich hatte mal schon ausgerechnet, das waren irgendwie 5000 Logikprozessoren, die allein nur dafür benötigt werden. Also Material aufwendig ohne Ende, aber von der Speicherkapazität her der schiere Wahnsinn. Das ist wirklich brutal. So, hier sieht man 16.000K Speicherkomponenten, die wollen wir später hier bauen. So, ich habe jetzt hier schon mal den Mörtel reingelegt, den brauchen wir. Jetzt seht ihr, dass hier der Mörtel gebrannt wird, da kommen versenkte Ziegel bei raus. Die brauchen wir gleich zum Weiterbauen. Jetzt gehe ich mal hier hoch. Und wir müssen auch noch hier diese Kristallwachstumskammern ins Leben rufen. Genau, die müssen wir auch in noch bauen. In ausreichender Menge. Ist hier gar keine? Ist hier gar keine? Was gar keine? Kristallwachstumschamber. Na ja, eine haben wir, aber die ist noch halt Pillepalle. So, zum Bauen für den Tinkershofen brauchen wir versenkte Steine. Wir brauchen versenkte Ziegel, meine ich nämlich. Versenkte Ziegel, wir brauchen einen Schmelzerei-Ausguss, wir brauchen einen Schmelzerei-Garn. Und da machen wir jetzt einfach schon mal die ganzen Rezepte für. Nämlich hier versenkter Ziegel wird aus versenkten Ziegelsteinen gebaut. So, ich habe es hier schon mal die Materialien soweit vorbereitet, um jetzt Pattern zu machen, tonnenweise. So, Plank Pattern legen wir hier rein, schalten hier um auf Crafting Pattern. So, Processing Pattern. Und dann sagen wir, mit einem Pure Certus bekommen wir ein Printed Calculation Circuit. Und dasselbe machen wir jetzt mit Gold. Beziehungsweise hier wollten wir, Quatsch, das war natürlich jetzt blöd. So, nochmal rein. Wir wollen ja 3 Stück haben. So, dann machen wir jetzt kurz den einen Dia noch. So, und jetzt die 5 Goldingen. Kann auch wieder zurück ins Inventar. So, die Goldingen. 1,
2, 3, 4, 5. So, das Ding ist, man könnte die jetzt auch hier in das Interface-Terminal legen. Da haben wir die Inscriber 9 Stück. Wir wissen natürlich jetzt nicht, welchen Inscriber welcher ist hier in dem Terminal. Deswegen müssen wir die jetzt hier von Hand noch einlegen. Denn wir haben ja festgelegt, durch die Druckplatten, die man nicht automatisch irgendwie... Wobei, das haben wir noch nie ausprobiert, ne? Ob man auch die Druckplatten automatisch irgendwie austauschen kann. Aber da wüsste ich jetzt dachte, nicht... Ich dachte, das machst du immer. Und nein, nein, die Druckplatten sind ja fest. Deswegen habe ich ja gesagt, 5 goldene, 5 goldene, 3 Calculation und 1 Engineering. Weil das mit diesen Druckplatten, wie man die noch automatisch damit reinmachen kann, das wäre irgendwann mal eine nette Sache zum Testen. Aber aktuell habe ich eben festgelegt, dass ich das einfach nur so machen will, indem ich das direkt definiere. Weil sonst könnte man wirklich sagen, das, was gerade ad hoc gebraucht wird, wird genommen. Wobei die Art und Weise, wie wir es jetzt hier machen, finde ich vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Denn man hat manchmal den Nachteil, wenn man das so komplett frei macht, dann sagt man, man baut eine große Platte, dann werden tatsächlich irgendwie 5000 von den goldenen Prozessoren gebaut und würden dann alle Inscriber verstopfen damit. Mhm. Und wenn man mal kurz einen anderen bräuchte, eine Engineering oder ein Calculation, dann hätte man keine Chance. Da wird erst dann gebaut. Entweder müsste man in diesen automatischen Prozess eingreifen. Deswegen ist es immer ganz praktisch, wenn man irgendwie weiß, man baut was, wo viel Auto gecraftet wird mit rauen Mengen, dann sollte man immer noch dasselbe Gerät irgendwie für Instant-Benutzung nebendran stellen. So, ich habe es gerade rausgefunden. Ich wollte dieses Buch über Tinkers Construct haben, über die Schmelzerei. Dafür nehmen wir ein Materialien und Duo und wir machen uns ein mächtiges Schmelzereibuch daraus. So, jetzt sehe ich hier, wir haben 255 Calculation-Prozessoren. Wir können ja mal gucken, was haben wir denn auf Prozessoren an Lager? 207 Logic, das ist zu wenig. Wir haben jede Menge Gold, So. Ach ja. Genau, das ist jetzt, müssen wir nach Circuit. Da haben wir sie, goldene. Ich crafte jetzt schon mal 2000 und go. So, die werden jetzt gebaut hier. Davon hatten wir 200, da können wir auch nochmal 200, 300, ach komm, machen wir gleich 1300. Start. Und hier haben wir 63 auf Lager. Oh, kannst du mal mir einen Gefallen tun, mal bei dir eingeben, VZ? Machen wir 100. Ein was? FAUC. Wir haben keine Diamanten, sehe ich das richtig? Was? Nee, Quatsch, ich habe mich verklickt, wir haben 1100. Wo soll ich was eingeben? Tipp mal bei in der Suche ein FAUC. Faucet, ja. Welche Nummer hat der? 1332 Doppelpunkt 1. Sea Red Faucet. 1332? Es gibt einmal. Ich hab's gefunden. Wie heißt er denn bei mir? Zapfhahn. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Versenkter Ziegel, gut. Ja, ich habe das ja auf der anderen Welt schon mal gebaut. Also ich kenne mich da vermeintlich mit aus. So, was machen denn eigentlich hier diese Circuits? Die lassen wir eigentlich automatisch hier auch umschmelzen. Hier haben wir auch schon Oktatik-Kapazitatoren drin, ne? Aber hier ist momentan nur einer beschäftigt, weil wir hier einen Exportbus haben und lassen das mit den Exportbus reinlaufen. Wir könnten das doch eigentlich auch mit ME-Interfaces machen, oder nicht? Sehe ich das gerade falsch? Das muss ich mir angucken. Was meinst du jetzt? Das muss komplett umgebaut werden. Von den Legierungsschmelzungen, also von den Alloy-Smeltern, brauchen wir auch viel mehr. Hier hast du was Falsches reingekloppt. Das ist, glaube ich, keine Absicht gewesen. Was denn? Du hast hier auf dem Exportbus die fertigen Prozessoren und nicht die, die zum Brennen, die Schablonen. Die Schaltkreise habe ich drin. In dem mittleren habe ich gerade rausgeklickt. Achso. Da waren die fertigen Prozessoren drin. Das ist natürlich Quatsch. Das kann ja dann nicht funktionieren, wa? So, ich zeig mal kurz, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe hier zum Beispiel dieses Gussbecken gebaut. Also alles wird aus versenkten Ziegeln gebaut. Nämlich bauen wir hier so aus dem U. Das gibt so ein Gussbecken.
Dann haben wir hier versenkte Ziegel, ganz klar. Die werden aus Ziegelsteinen hergestellt, 4 Stück. Als nächstes brauchen wir hier diesen Schmelzereikern, die Schmelzerei Control oder Melting Control heißt der. Der wird einfach wie so eine Kiste gebaut. Wir brauchen hier den Schmelzerei-Ausguss. Der wird einfach so gebaut hier. Links und rechts jeweils eine Reihe. Und wir brauchen hier diesen V-Set oder Zapfhahn. Der wird einfach hier oben wie so ein kleines V gebaut in die 1, in die 3 und in die 5. So. Damit hätten aber wir Sachen, stopp, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, du hast da was vergessen. Was denn? Also ich habe das jetzt bei mir immer mal, dass die Leute das auch sehen, mitgezeigt. ich habe jetzt mal geguckt. Und zwar nennt sich das das Z-Red. Es gibt Z-Red Window und Z-Red Class. Aber das meine ich gar nicht. Ich meine den Tank, den 1330. Den habe ich noch nicht gebaut. Den brauchst du auch. Ja, den will ich gerade machen. Ach so, weil du schon, das klang so, als wäre jetzt fertig, du hättest alle Bauteile zusammen. Nee, du hast eben über den Inscriber erzählt, während ich die Rezepte eingestellt habe. Jetzt wollte ich noch den Tank, will ich jetzt noch bauen. Komischerweise gibt es von dem Tank aber 3 verschiedene Ausführungen. Nein, eine. Nein, es gibt 3. Das andere sind Fenster, Windows. Ja, die gehen aber auch. Die funktionieren anscheinend genauso. Aber ist mal egal. Als Tank? Wir bleiben jetzt einfach mal bei denen hier. Versenkt bei mir. Versenkte Ziegel. Ja, aber eigentlich ist die Folge auch vorbei, ne? Ja, ich mache nur noch dieses eine Rezept und dann kann es losgehen. Mit dem Ende der Folge. Kannst losgehen mit dem Ende der Folge. Ist gut, ne? So, was machen hier eigentlich meine ganzen. So, wir legen Glas in die Mitte und einmal aus versenkte Ziegel. Wir bekommen eine Produktion. Tank. So, den legen wir noch hier rein. Und jetzt machen wir die ganzen Rezepte noch schnell in unseren schönen Molekularassembler. Da dann wollten wir irgendwann auch neue bauen, ne? Ja, ich belege nämlich gerade 3 Stück von unseren 3. 3. Was? Prozessoren. Ja, jetzt ist natürlich auch die Frage, also zwischendurch haben wir ja festgestellt, dass das mal hängen bleibt, ja? Ich kann jetzt mal hier drauf. Die laufen, das weiß so. Ich. Das läuft jetzt hier durch und ein bisschen doof ist natürlich jetzt mit deiner Tausenderproduktion hier. Ja, hier drüben sind es nur 50, die sind bald durchgelaufen. Da belegst du natürlich jetzt hier alle Crafting-Prozesse. Ja, ich wusste nicht, dass wir nur 3 Prozessoren haben. Das ist mir gerade erst aufgefallen. So, dann müssten wir einfach gleich nochmal in der nächsten Folge einfach nochmal Fertigungsprozessoreinheiten und 64K Fertigungseinheiten craften lassen. Genau, ich gucke, dass ich dann mich drum kümmere, dass wir hier nochmal so mindestens eine Traube mehr bekommen. Weil ich will die eigentlich jetzt nicht abbrechen. Die werden wir bald brauchen, die ganzen Prozessoren. Die können ruhig mal ein bisschen laufen. Wir könnten das aber eventuell noch beschleunigen. Weil du kannst nämlich die Inscriber auch schneller machen. Und das zwar, wäre wenn man die. Aber wollen wir das nicht in der nächsten Folge einfach zeigen? Ja, gut, dann verabschieden wir uns jetzt einfach mal hier. Können wir mal kurz zur Wand gucken. Genau. Was haben wir denn geschafft heute? Ich habe leider nicht so viel geschafft, wie ich wollte. Tinkers Ofen ist in Arbeit. Ich habe mich um Sachen gekümmert, die hier nicht draufstehen. Alles klar, passt schon, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. Tschüss.